Ups, das wollte ich nicht. Hi Leute, herzlich willkommen zu Silent Hill zurück. Wir sind im Lakeview Hotel. Hier soll die gute Mary auf uns warten im Raum 312. Ich habe allerdings... Erstens habe ich grandioses Tearing. Aber nicht in der Aufnahme, also kann es euch egal sein. Zweitens kann der gute James das Hotel nicht verlassen. Das ist schade, weil wir draußen etwas vergessen haben. Wir kommen aber sicherlich noch auf irgendeinem Weg nach draußen. Ach, ich verstehe, das ist der Hintereingang. Genau, wir sind durch den Hintereingang des Hotels rein. Vom See aus halt. Und genau, hier draußen haben wir was vergessen. Da liegt nämlich auf diesem lustigen Pool ein Gegenstand. Das ist die Spieldose Kleine Meerjungfrau. Wir haben eine Spieldose. Theoretisch können wir jetzt, übrigens interessant, das Licht, das scheinbar einem Leuchtturm gehören sollte, hat hier irgendwie gerade mal die Quelle einer dämlichen kleinen Laterne. Ein solches Licht kann niemals über den gesamten Toluca Lake mit seiner Höhe von, ich weiß nicht, mindestens einer Meile geschienen haben. Also im Prinzip ein weiteres komisches Symbol, dass in dieser Stadt eine ganze Menge schief läuft. Beziehungsweise zumindest nicht so ganz stimmen kann. Wir haben jetzt die Spieluhr, wir haben außerdem ein paar Räume hier. Ui. Did I scare you? Yeah, you did. You're here to find Mary, aren't you, James? Well, have you? No. Is that why you're here too? She's here, isn't she? If you know where she is, tell me. I'm tired of walking. I wish I knew. But she said it in her letter. What letter? Wanna read it? But don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She was our nurse. I took it from her locker. Bitte vergib mir, dass ich mich nicht bei dir verabschiedet habe. Pass auf dich auf, Laura. Sei nicht zu streng zu den Schwestern. Und Laura, was James betrifft, ich weiß, dass du ihn hasst. Weil du meinst, er wäre nicht nett zu mir, aber gib ihm bitte eine Chance. Es stimmt, dass er manchmal etwas grob ist und nicht oft lacht, aber im Inneren ist er wirklich ein sehr netter Mensch. Laura, ich liebe dich wie meine eigene Tochter. Wenn sich die Dinge anders entwickelt hätten, hätte ich dich gerne adoptiert. Herzlichen Glückwunsch zu deinem 8. Geburtstag, Laura. Laura sagte uns, sie ist gerade erst 8. Das bedeutet, dieser Brief kann nicht 3 Jahre alt sein. Deine Freundin für immer, Mary. Laura, how old are you? I turned 8 last week. So, Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one, Mary. Huh? I must have dropped it. Laura. I gotta find it. Laura! Ja, auch wieder der Hinweis, wenn an den Rändern von den Videos etwas Komisches passiert. Das ist im Originalspiel nicht so, das ist wegen der PC-Version. Wir haben hier den Schlüssel Fisch. Ein leerer Teller, ein Messer und eine Gabel, das ist alles, nichts Interessantes. Und Laura hat eine Katze gemalt, wie süß ist das denn? Ja, abgesehen davon gibt es hier noch das Klavier. Ich erinnere mich daran, wie gerne Mary Klavier spielte. Sie war nicht besonders gut. Aber ich habe ihr trotzdem immer gern zugehört.
Das ist so lange her, noch bevor wir heirateten. Warum denke ich jetzt daran? Tja, James, das ist eine gute Frage. Deine Erinnerungen kommen langsam irgendwie zurück. Aber nicht nur die. Nicht nur die. Hi. Och, ist das jetzt dein Ernst? Der wird mich aber nicht töten, oder? Ja, die Viecher sind zurück und wir werden 10.000 davon besiegen können. Aber das alles erst nach dem Schnitt. So, hier sind wir wieder, dieses Mal mit ein bisschen mehr Leben. Ich habe ansonsten alles so gemacht wie vorher. Und wir legen diesen Typen um. Haben keine Lust, dass der sich wieder über uns stülpt. Wir dachten eigentlich, diese Viecher gehören zu Angela. Und jetzt sind sie hier. Das hat zwei mögliche Implikationen. Entweder, es stimmt nicht, sie gehören nicht zu Angela. Oder Angela ist in der Nähe. Ich kann sie hier drin aber nicht sehen. Das ist krass. Sie töten einen wirklich mit dem ersten Treffer. Random Gegner, die einen mit dem ersten Treffer töten. Danke dafür. Sehr fair. Okay, wir ignorieren die Biester also erstmal. Okay, wir müssen durch. Wir müssen da durch. So, ran und das Ding platt treten. Schnell. Und da ist das nächste. Es sind nur diese beiden. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Oh. Mein Gott. Ja, es wird alles ein bisschen spannungsgeladener hier. Abgesehen davon haben wir diese Tür. Das war, glaube ich, die Rezeption. Genau, das haben wir schon gelesen. Nichts Neues daher. Hier haben wir einen Schlüssel zu Raum 312 herbekommen. Und wir haben jetzt diesen Fischschlüssel. Weiß gar nicht, wofür der ist. Und die Lösung ist ganz einfach. Wir haben einfach noch gar nicht die passende Tür gefunden. Ich habe dann noch ein paar Räume vergessen. Hurra. So. Oh, danke. Ich dachte, die Monster stehen wieder auf. Das hätte ich gerade irgendwie gar nicht so gut gefunden. Café Toluca kann nicht hier sein. Da vielleicht? Küche. Okay, das Schloss ist kaputt. Feuerhose. Toluca. Okay, das war das Café. Das heißt, das hier ist jetzt die Toilette, richtig? Das war leichter Overkill, um ehrlich zu sein. Oder auch nicht. Das waren 6 Schuss. Okay, wir laden neu. Komm schon. Wir werden bedrängt. Also anders kann man das nicht mehr nennen. Wir werden gerade sehr bedrängt. Was ist das denn? Klopapier? Cool. Kann ich da ein Autogramm drauf haben? Ein Wäschewagen. Es ist nichts Nützliches drin. Ja, so siehst du auch aus. Als wäre ein Wäschewagen für dich nichts Nützliches. Okay, das war's aber hier, oder? Noch nicht mal verzeichnet. Okay, die Toiletten waren gegenüber, ich Idiot. Wollte ich schon in den Wäschewagen pinkeln? Und die Schlösser sind kaputt. Ist irgendwie sehr, sehr schade, wenn im Hotel die Toilettenschlösser kaputt sind. Führt nicht zu guten Ergebnissen. So, ich würde sagen, dann geht's jetzt zur Treppe. Aber erstmal setzen wir die Spieluhr ein. Ups, das ist nicht die Treppe. Entschuldigung. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich hier war. Ich glaube 3 Jahre. Ich kenne mich hier nicht so aus. Ruhe! Wir sind falsch. Ich wollte ja eigentlich zur... Ich wollte ja eigentlich zur Rezeption. Also ich meine zum Hauptsaal. Das hier ist ein bisschen falsch gelaufen. Oh Gott, ich habe noch 5 Ampullen.
Das war's dann aber schon. Abgeschlossen. Tränen der Venus steht auf dem Plakat. Okay, hier haben wir den Aufzug. Lasst uns davon mal Abstand nehmen. Wobei, eine Dose mit Verdünner. Ich glaube, den brauchen wir. So, wir haben die Dose mit dem Verdünner. Hier sind noch zwei Türen. Natürlich sind sie beide kaputt. Türen sind immer dann kaputt, wenn ich extra für sie zurücklaufe. Und der Aufzug. Der allerdings aktuell noch nicht auf uns reagiert. Er steht einfach nur rum und ist zugegeben sehr, sehr cool dabei. So, Hauptraum. Nichts anderes wollte ich in meinem Leben bisher. Darf ich in den Hauptraum? Danke. Schöne Treppe. Erinnert ein bisschen an den ersten Raum in Resident Evil 1. Vom Aufbau her. Was sagt der Text? Vor der Vertiefung ist ein Schild, auf dem eingraviert steht: Trotzdem möchte ich glauben, dass sie glücklich war. Fehlt auf jeden Fall das Teil. Alles klar, also da fehlen noch einige. Um genau zu sein, sind es mal wieder drei Vertiefungen. Das heißt vermutlich drei, drei Spieluhren, die wir alle sammeln müssen. Hallo Gesundheitstrink, freut mich, dich kennenzulernen. Da wäre noch ein Aufzug. Lass den erstmal Aufzug sein. Wer wohnt hier? Private. Private wer? Ach, das ist... Okay, das ist ein privates Zimmer. Schon wieder eine abgeschlossene Tür. Ich drücke auf den Knopf, aber nichts tut sich. Kann man die Bilder eigentlich ansprechen? Nein. Sie sind nicht sehr ansprechend, die Bilder. Huch, kein Gegner. Das war aber schön. Da ist eine Klingel. Ich glaube, auch wenn ich läute, wird niemand kommen. Das ist aber traurig. James generell eher. Lass mal da draußen bleiben. James generell eher negativ eingestellt. Danke dafür. Nichts in der Schublade. Irgendwas siehst du doch. Ah, eine ganze Menge Munition. Die liegt hier übrigens nicht umsonst. Hier ist einiges los. Ob die Telefonleitung vielleicht durchgeschnitten ist? Und hier liegt eine Aktentasche. Ja, du Idiot, ich weiß, dass sie verschlossen ist. Das heißt, wir suchen den Schlüssel für diese Aktentasche gerade. Das ist natürlich sehr sinnlos. Ist es der Fischschlüssel? Ja. Das ist nämlich eine fiese Stelle. Normalerweise benutzt er Schlüssel automatisch. Das hier ist die eine einzige Stelle im Spiel, wo er das nicht tut. Das heißt, man muss manuell diesen Fischschlüssel da mit der Tasche benutzen. Wenn man das nicht tut, sucht man sich dumm und dämlich. Schloss ist kaputt. Hier ist noch was. Im Raum davor lag auch noch was. Osiandas, hier ist tatsächlich ein wichtiger Raum. Da ist ein Buch. James, ist das jetzt dein Ernst? Ja, also, er hat ja nicht ganz Unrecht. Da ist ein Buch. Und dann noch eins, und dann noch eins, und dann noch eins. Auf dem Schreibtisch liegt ein aufgeschlagenes Buch. Sieht aus wie ein medizinisches Buch. Ich habe schon genug medizinische Bücher gelesen. Keines von ihnen hat mir je etwas genützt. Aber daneben liegt doch noch was. Hä? Okay, dann habe ich den Raum tatsächlich verwechselt. Es gibt auf jeden Fall einen Raum, der sehr ähnlich aussieht und wo man was Wichtiges erfährt. So,
Wir haben den Raum, den Schlüssel für 204, das wäre dort. Da waren wir. Cloakroom. Keine Ahnung, was der Cloakroom ist. Wir müssen auf jeden Fall später nochmal in den Reading Room. So viel ist sicher. Oh ja, genau. Okay, meine Freunde. Schrotflinte, möchtest du? Wann? Wie? Okay, da konnte ich jetzt gar nichts tun. Wir können versuchen, durchzurennen. Leute, ich hab's geschafft. Die Monster draußen sind nicht zu besiegen. Nicht auf diesem Raum, nicht in dieser Zahl. Also, jetzt sind wir hier drin. Mal gucken, was passiert, wenn ich den Raum verlasse. Okay. Wir kommen hier nie wieder lebendig raus. Aber das macht nichts. Für den Moment sind wir sicher. Das allein spendet uns doch schon Trost. Nein, ein Schlüssel zum Mitarbeiteraufzug. Und in diesem Notizbuch steht leider nichts Interessantes. Interessant ist wiederum das Loch hier in ein anderes Apartment. Fotos sind über das ganze Bett verstreut. Ein Teil des Fotos wurde mit einem Markierstift übermalt. Und was ist das für ein Foto? Das ist offenbar ein Foto mit... Ich habe keine Ahnung, was das für ein Foto ist, um ehrlich zu sein. Diese Tür ist jetzt auf jeden Fall offen. Wir haben den Mitarbeiteraufzug. Und wir haben eine Kombination, die wir eingeben müssen. Ich glaube, die ist auch zufällig. Also, als ich es einmal durchgespielt habe, war die Kombination Kill. Nur vermutlich wird es jetzt nicht funktionieren. Nein, mir ist was völlig anderes aufgefallen. Wir haben das Bild, das übermalt wurde. Und wir haben den Thinner. Und den können wir... Ja, den Verdünner. Und den können wir halt benutzen, um das Bild freizulegen. Und der Code war Mama. Also, es hätte lange gedauert, bis ich mit meiner Methode auf Mama gekommen wäre. Das klingt so falsch. Mama... Och Mann! So, das Code ist Mama. Und da ist die Spieldose Aschenputtel. Dankeschön. Ja, genau. Nehme ich eigentlich auf? Ja, okay. Also raus hier. Auch eine dieser Fragen, die man nicht stellen sollte. Nicht so spät in der Aufnahme. So, wir machen mit den beiden hier wieder den lustigen Tanz. Wir können sie nicht töten. Wir müssen sie anders bekämpfen. Das gehört alles zu dem Psychospielchen. Da bin ich mir sicher. Nur, dass es leider die Psychospielchen der Entwickler sind. Ja, Was? Was war das denn? Was? Was seid ihr? Was? Ich habe noch nie erlebt, dass hier Monster sind. Das... Wo wir schon bei Psychospielchen der Entwickler sind. Wie bitte? Passiert das immer, wenn ich hier lade? Warum bin ich eigentlich nicht aus dieser Tür raus? Ach so, ja, ich erinnere mich. Okay, was wird jetzt passieren? Sei gefasst. Erschreck dich nicht. Okay, nichts. Gut. Alles klar, das hier ist ein bisschen leichter, weil wir so ein Monster umgehen können, wenn wir ihm nicht direkt in die Arme laufen. So ist das manchmal.
Und dann laufen wir leider im anderen in die Arme. Das wird jetzt noch mal ein bisschen dauern. Ja, komm. Komm, das könnte gehen. So viel zur Theorie. Immer noch so ein Herzdröhnen von der Sache eben. Ich meine, wer hat das erwartet? Nein, nicht gegen die Wand. Oh. Oh Gott. Wir sind da raus. Oh. Was habe ich jetzt bekommen? Die Little Mermaid, genau. Diese Türen da habe ich gar nicht gecheckt. Wir müssen einfach mal raten, dass da nichts war. Wir haben außerdem den Aufzug für Dienstboten. Genau. Dafür haben wir jetzt einen Schlüssel. Der ist, glaube ich, im Keller. Es macht irgendwie keinen Sinn, dass der Aufzug nur im Keller ist, wenn man darüber nachdenkt. Das wird also nicht sein. Genau. E ist die Abkürzung für Elevator. Im britischen Englisch heißt das Lift. Genau wie Cemetery im britischen Englisch Graveyard heißt. Ich finde es interessant, diese unterschiedlichen Wörter. Foto von Mary, dem geht's noch gut. Und der Brief ist so, wie wir ihn das letzte Mal verlassen haben. Auf dem Briefpapier steht nichts geschrieben. Lauras Brief wiederum. Liebste Laura, ich habe diesen Brief Rachel anvertraut, damit sie ihn dir gibt, wenn ich gegangen bin. Ich bin jetzt weit weg an einem stillen, wunderschönen Ort. Ja, das ist Lauras Brief. Beziehungsweise natürlich auch Marys Brief, aber an Laura. Und den können wir noch lesen. Das hier ist diese komische Klinge von Angela. Aber ich wollte jetzt eigentlich den Schlüssel zum Mitarbeiteraufzug verwenden. Das hier ist aber nicht der Mitarbeiteraufzug. Der Mitarbeiteraufzug muss also woanders sein. Da wäre jetzt nicht drauf gekommen, ne? Gut, dass ich hier bin. Aus der Lobby raus kann ich nicht. Treppe hoch? Kann es sein, dass der oben steht? Ich weiß wieder, wo er ist. Ach ja, er war im Keller. Er war unten. Wie sind wir da nochmal hingekommen? Wir haben eine Treppe genutzt, offenbar. Sind nicht in ein Loch gesprungen, wer macht sowas denn? Und diese Treppe muss diese da sein. Yay. Yeah. Hallo, Keller. Hallo, Marco. Ich möchte gern zu deinem Aufzug. Die Kreatur eben. So, Mitarbeiteraufzug. Gut. Kann ich nicht benutzen. Hier vielleicht? Gut, der Mitarbeiteraufzug funktioniert nicht. Oder muss der Schlüssel hier rein? Nein. Macht doch irgendwie keinen Sinn, oder? Ein Schlüssel für eine offene Tür. Okay, vielleicht finden wir ihn dann eher im ersten Stock. Das ist jetzt noch so das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Ah, hier waren wir noch gar nicht. Die Tür ist auf jeden Fall abgeschlossen.